Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich wieder auf meinen Hochbergtauren, der mittlerweile hier Stufe 90 erreicht hat. Wir haben das letzte Mal ja ein wenig hier Kräuterkunde und Bergbau getestet, was man da so an EP rauskriegt. Das hat uns quasi das Level noch gebracht. Oh, warte mal, meine Kiste. Und ich bin jetzt hier einmal auf den Timeless Isles, denn hier gibt es eine Abkürzung und zwar nach WOD, da will ich nämlich eigentlich hin. Und quasi jetzt möglichst schnell auf 100 basteln, ja, um den Char dann mal noch voll zu kriegen, hier das Achievement 1 zu heimsen, beziehungsweise hier diese spezielle Volkstransmog-Gedöns, was man bekommen kann. Das Glücksbringer-Farm auf dem Timeless 1, ja, das will ich jetzt mit dem nicht machen. Ich habe es mir auch schon mal überlegt, ob ich mit dem Char Glücksbringer-Farm und ihn darüber auf Max-Level-Farm quasi, also so zwei Fliegen mit einer Klappe, aber mit den Glücksbringern, ja, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt nochmal farm, weil ich habe ja jetzt das Scullion-Mount gekriegt, brauche bloß noch der Char-Mount. Also theoretisch, es kann ja jederzeit sein, dass das Char-Mount droppt, ne, wenn ich Luck habe. Und dann würde ich bei den ganzen Chars ewig viele Glücksbringer farmen, alles umsonst. Und deswegen, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich es erstmal nicht machen werde. So, jetzt müssen wir einmal hier mit dem guten Ding einmal rüberfliegen, und zwar zur Garnison, denn ich will die Garnison einmal freispielen. Wir brauchen die aus zweierlei Gründen. Erster Grund ist, in der Garnison kannst du eine Flask quasi kaufen oder ein Fläschchen, das eine Stunde hält und 20% mehr EP bringt, und das lohnt sich. Also du musst, da weiß ich nicht, das sind 5, 6 Quests, dann hast du deine Garnison eigentlich am Start, und wenn du dann nochmal 2, 3 mehr machst, dann kriegst du auch noch so einen Extra-Button, und mit dem Extra-Button kannst du so eine Armee rufen, und das lohnt sich eigentlich schon. Also deswegen, Garni freispielen ist eine gute Sache, vor allem ihr kriegt ja auch den Ruhestein, und wenn ihr dann hier nochmal irgendwas farmen wollt, dann ist es immer nicht schlecht, wenn man den Garni-Ruhestein hat, dann ist man nochmal ein bisschen mobiler. Also das würde ich eigentlich mit jedem Char raten, dass man es mitnimmt, ne? Und danach halt einfach diese Bonusziele und Bonus-Objectives abklappern. Wenn ihr da Lust habt, achso, warte mal, naja, da unten wäre was gewesen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mit reinqueuen. Ich habe das jetzt mal offen auf Hordenseite. Könnt ihr gerne auch mitleveln, wenn ihr da Interesse habt. Vor allem jetzt diese Bonusziele. In der Gruppe mache ich sie, glaube ich, wenn ich alleine bin, dann werde ich sie ehrlich gesagt nicht mitmachen, weil dann lohnt sich das nicht wirklich, weil du brauchst ewig für die Dinger und da kommt eigentlich fast nicht genug rum. So, und jetzt ist die Frage noch, hier steht jetzt, durch das Töten von Monstern, Abschließen von Quests erhaltet, halt eine Erfahrung 10% erhöht. Das heißt wahrscheinlich, dass ich keine erhöhte Erfahrung von den Bonusdingern hier kriegen werde. Es ist halt die Frage, ob es von diesen... Also von diesen Bonus-Objectives, das sind ja diese Sachen, die hier rumliegen, glaube ich nicht, dass ich mehr Erfahrung kriege. Es könnte sein, dass ich durch die Bonusziele mehr kriege. Das könnte sein, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher. Das werden wir vielleicht jetzt mal testen, was man quasi unterm Strich dann bekommt. Die Teufelsfledermaus, ja, die gibt es noch. Die kannst du noch in Stormwind kaufen. Und die ist nicht viel Gold wert. Also das ist so ein Pet, das wirst du auch schlecht wert, schlecht los, weil das halt quasi jeder zu Haufen noch rumliegen hat. Ich habe da ein paar auf dem Pet-Battle-Char noch rumflacken. Und die sind da, glaube ich, auch, wenn du die mal rausgepackt hast, kannst du die irgendwie nicht wieder lernen. Das ist irgendwie total ätzend und kannst du nicht auf einen anderen Server bringen. Deswegen habe ich auf manchen Servern noch ein paar rumflacken, weil ich mir mal eingebildet habe, dass ich so einen Extreme-Server-Handel mache. Und es gibt ein paar Pets, die sind irgendwie buggy, die kriegst du nicht quasi auf einen anderen Server rüber transferiert. Und das ist, glaube ich, eins davon, das rumgebuggt hat. Und dann flacken da auf irgendwelchen Chars ewig viele von den Dingern rum. Ja, ein bisschen nervig. So, Dola, unser Ziel ist hier, da wo das Quest-Symbol ist. Da müssen wir jetzt einmal hinfliegen. Und, achso, schau mal, ich habe einen von diesen Witzbolden gerade auf der Links bekommen, hier auf der Timeless Isles. Ich habe dieses Kristall-Event gemacht. Echt, 7k sind die wert? Das wundert mich jetzt. Das wundert mich echt ein bisschen. Ja, nicht schlecht, dann würde ich mal sagen, auf. Eigentlich können wir kurz das Event hier mitmachen. Ja, wenn wir schon drüber fliegen. Weil man, es ist so, diesen Trank, den du benutzen kannst, der geht erst ab Stufe 91. Also heißt, du musst eh hier erstmal eine Stufe hochbasteln, dass du den Trank benutzen kannst, ne? Deswegen bleibt es hier relativ gleich. Jetzt schauen wir mal, wir werden wahrscheinlich auf den Sack kriegen, wenn ich die ganzen Mobs hier zusammenpull. Das ist jetzt mal ein Versuch quasi. Mal schauen, ob wir auf den Sack kriegen. Die Wölfe hauen aber ganz gut rein. Kann das sein, dass die Wölfe hier mir die Viecher verklopfen? Sind die Wölfe nicht richtig gescaled? Das ist nice.
glaube, die Wölfe killen mir hier die Viecher kaputt. So, wie viele EP hat mir das jetzt gebracht? 112.000. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das die 10% mit einschließt oder nicht. Das steht jetzt leider nicht in der Klammer dran, ne, wie sich das zusammensetzt. Wäre natürlich schön gewesen. So, ja, aber seht ihr, das hat schon mal ganz gut was hochgebracht. Das ging jetzt erstaunlich schnell. Bis jetzt habe ich es eigentlich immer gemieden, die Mobs zu machen, weil das Scaling auf dem Level immer ziemlich mies war. Mir kommt es jetzt fast so vor. Vielleicht auch, weil diese Wölfe buggy sind, das weiß ich natürlich nicht. Und die Wölfe den Schaden gemacht haben. Aber mir kam es zumindest so vor, ob die wesentlich besser down gegangen sind, als wo ich das letzte Mal gemacht habe. Und die Chars sind ja alle ähnlich equipped, ne? Die haben immer das Heirloom-Item-Zeug an und dann haben die hier immer irgendwelche Gammelsachen an. Meistens hier schon mal. Das ist Item Level 64, das ist, glaube ich, aus Classic, das Zeug. 57, also das sind irgendwelche richtigen Drecksachen und ich bin in Stufe 90, aber wenn du dann halt über die Quest nichts Besseres gekriegt hast, ne, in dem Beutel, wenn du nur Dungeons gelaufen bist, dann ja, ist es halt einfach so, dann hast du halt Pech, ne, dann rennst du ewig mit so einem Mist rum. Warte mal, verfolgt mich diese Fledermaus? Ah, Kotterkunde Draenor. Direkt das Ding gekriegt. Und das werde ich jetzt aber auch lernen, weil ich habe eben in MOP festgestellt, sobald du nämlich diese Dinger lernst, ne, diese Rezepte beziehungsweise allgemein diesen Skill in dem jeweiligen Addon hast, ist es so, dass du mehr Ressourcen rauskriegst. Und das kann sich halt unter anderem lohnen. Gut, jetzt wahrscheinlich in Ding eher nicht, ne? Hier in WoD, weil in WoD die Sachen über die Garnison ja sehr, sehr einfach erhältlich sind. Also die ganzen Kräuter und Erze. Aber naja, gut, warum nicht? Warum? Was ist denn Buggy bei dir in der Sentinex? Würde mich jetzt mal interessieren. Durotan. Da oben ist er, der Durotan. Der weiß, dass ein Gebiet nach ihm benannt ist? Hey, danke dir fürs Abonnieren. Warum macht die Sentinex so viel Damage? Oder was ist da Buggy dran? So, jetzt sollen wir da einmal hochreiten. Wir fliegen aber, wir sind nicht das Fußvolk, das hier reiten muss. Echt okay. Weiß ich nicht, ich habe da, also mit Sentinex habe ich seit dem Pre-Patch gar nichts mehr gemacht, weil da gibt es ja nichts Interessantes, ne? Eigentlich war das eine ganz coole Sache auf den verheerten Inseln da vorne, ne? Oder auf der verheerten Küste, besser gesagt, so rum hieß es ja. Aber sobald der nächste Content raus war, war es ja uninteressant, ne? So, wie lange brauchen denn die Typen hier? Wer ist er denn? Da reiten sie. Katka mit seinem Teppich. Mal ein bisschen schneller hier. Wir haben doch keine Zeit, Leute. Du brauchst noch zwei Bosse für den Erfolg. Das ist natürlich blöd, ja. Das sind ja auch teilweise immer andere ab, ne? Also ich habe da auch ein bisschen gebraucht, bis ich da alle hatte. So, und jetzt kommt nämlich dann gleich die beschissenste Quest. Du musst diese Typen hier töten. Und die haben vorm Pre-Patch ewig gebraucht. Jetzt. Lol. Ich habe die Axt hier in der Hand. Okay, das scheint ein Bug zu sein. Warte, wir können hier mal die Dialoge ein bisschen. So, die Dialoge mal einen Tick nach oben schrauben. Einen Problemlöser brauchen wir. So. Ja, Orgrimmar, die unannehmbare Festung, und dann sagt er gleich, warte mal, wurde sie nicht vor kurzem eingenommen? Weil das ist ja da, Siege of Orgrimmar, ne? Das ist ja quasi die Raid-Instanz. Wir machen jetzt mal hier alle Dinge an. Und also ich werde jetzt mal versuchen, alle Viecher zusammenzuziehen. Und dann schauen wir mal, ob die immer noch so reinhauen, wie sie das getan haben. Es sind immer noch 8 Stück, die du brauchst. Warte, die ziehen wir jetzt mal alle darüber. Es kann nämlich sein, dass da. Jetzt weiß ich nicht, jetzt werden sie wahrscheinlich resetten. Ja, der eine haut schon ab, okay. Hier musst du eigentlich immer im Kreis laufen bei den Viechern. Weil die richtig, 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 richtig böse reinhauen.
Ich kann jetzt gar nicht sagen. Ich meine, dass sie einen Ticken besser down gehen. Sonst hatte ich noch mehr Probleme mit den Viechern. Aber ich heile mich, glaube ich, jetzt allgemein hier mehr mit dem Zeug, ne? Das heilt jetzt 24% vom Life. Und davor hat es 5% geheilt, also ohne Artefaktwaffe. Also die Heilung ist da ein Ticken besser beim Druid Tank. Das kann vielleicht das ausmachen. Wieder. Der kann schon die ganze Zeit Stäbe tragen. Er wird wahrscheinlich auch wieder Stäbe tragen. Es war ja beim Tank-Druiden nie so, dass er nicht Stäbe tragen konnte. Du hast bloß was anderes. Hier sollte eigentlich irgendwo was sein, aber irgendwie ist dem nicht so. Wahrscheinlich musst du erstmal die Ordenshalle aufbauen, dass da was ist. Du konntest auch während Legion quasi Stäbe tragen. Es hat bloß nichts gebracht, weil du die Artefaktwaffe hattest, ne? Das ist der Hintergrund. So, wie viel haben wir denn? Wir brauchen noch 3 Stück. Warte, dann nehmen wir doch da oben die 3 mit. 1, 2, 3. Ich meine, die gehen ein bisschen besser, weil es, als ich das quasi das letzte Mal mit einem Dredger gemacht habe, bin ich hier richtig, habe ich hier richtig auf den Sack gekriegt. Und der hat ja etwa das gleiche Gear an. Also die haben ja immer alle das gleiche Gear an. Also hier scheint es ein bisschen besser zu gehen. Ob das jetzt dran liegt, weil ich mehr Heilung habe auf dem Level oder. Oder weil das Scaling hier freundlicher geworden ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall in Low Innies meine ich, dass ich mehr auf den Sack gekriegt habe, ne? Beziehungsweise die Heilung war irgendwie total mies von den Leuten. Also ich weiß, ich will jetzt nicht mal sagen, also weißt du, weißt halt immer nicht, ob so nach so einem Patch, ob du einen Heiler hast, der scheiße ist, ja? Oder ob der gar nichts dafür kann und das Scaling einfach nur mies ist. Ich glaube, den ersten Tag nach dem Pre-Patch war es irgendwie so, dass ein Heiler auf irgendwie Stufe 85 oder so war ich, der Heiler auch. Und seine Hots haben irgendwie mit 2, 3, 4 Heilungen getickt. Also wirklich, und ich hatte 11.000 Life, also das sind 2 und 3 ist da nix, ja. Und der hat die komplette Hotleiste, alles drauf gehabt, es ist einfach nichts nach oben gegangen. Und das war sicher ein Scaling-Problem, ne? Also da kannst du auch nichts machen, ne? Wenn deine Hots einfach nichts heilen, dann kannst du der beste Heiler überhaupt sein, da wird halt einfach nichts passieren. Achso, jetzt müssen wir den Boss töten, richtig, da hinten. Und da bin ich mir halt manchmal auch nicht so ganz sicher, vor allem nach so einem Patch, ne, an was es denn liegt. Es kann natürlich, aber heute hatte ich auch einen in der Indian-Heiler, der war halt einfach auch Mystic, ja. Also, wissen, was der gemacht hat. Ich bin bei jeder Trash-Mob-Gruppe gestorben. Ich habe immer nur eine gepullt. Ich bin bei jeder gestorben. Und dann ist er selber gelieft. Also, wir haben ihn nicht gekickt. Der ist dann gelieft. Wahrscheinlich hat er selber festgestellt, das wird nichts. Dann kamen andere Heiler rein. Und wir sind ohne Probleme die Instanz fertig gelaufen, ohne noch einmal zu wipen, ne. Also. Gut, es war dann eine andere Klasse. Der erste Heiler war ein Paladin und der andere war dann, glaube ich, ein Priest oder so. Aber das war schon auffällig, wie viel besser es dann ging. Also, das ist halt. Ich muss mir jetzt dann auch wieder überlegen, was ich dann transmog, ne? Das Problem ist ja, was ich ein bisschen kacke finde. Ich will ja eigentlich meine coole Bärengestalt behalten, ne? Und deswegen müsste ich ja die Artefaktwaffe transmoggen. Die blöde Geschichte dran ist, ich will ja die Waffe von der vom Transmog nicht haben, sondern ich will ja nur die Gestalt haben. Sondern möchte ich ja eigentlich meine Waffe anders transmoggen und die Gestalt trotzdem haben. Und das geht bis jetzt noch nicht. Also zumindest so, wie ich es gesehen habe, ne? Also das Video schauen wir uns jetzt nicht an. Das, denke ich mal, kennen wir alle zu Genüge. Wenn man Gleichgewicht der Kräfte noch machen kann, Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, ich vermute, dass du es noch machen kannst, aber ich habe das vor 1,5 Jahren gemacht, Gleichgewicht der Kräfte. Und ich mache das ja natürlich nur mit dem Main. Und mit dem Twink ist mir das wurscht, deswegen, das, ja, habe ich, weiß ich es einfach nicht, weil mich das halt jetzt nicht selber nicht interessiert, ne? Weil ich es ja schon habe. Aber also ich wüsste jetzt keinen Grund, der dagegen sprechen würde, weißt du? Weißt du, was ich meine? Mal die Quest an. So, jetzt müssen wir einen Garnisonsruhestand haben wir jetzt, ne? Genau. Also, soweit müsstet ihr quasi spielen, wenn ihr den Ruhestand haben wollt. Und ich mache jetzt noch 2, 3 Quests mehr, dass ich quasi diesen Ding noch krieg. Doch, den haben wir angequatscht. Dass ich quasi diesen Extra-Button noch krieg, weil der ist ganz praktisch. Also, theoretisch kriegst du auch den Missionstisch, ne? Aber, sonst machen wir die. Wird rausgenommen. Was, wie hoch mein Paladin ist? Der ist 87. 87 ist der Paladin.
Eigentlich wäre ja heute Paladin-Level dran gewesen, aber ich habe eine Abstimmung gemacht und die Leute haben gemeint, ich soll lieber Horde spielen als Allianz. Und dann dachte ich mir, gut, komm, machst du das, was die Leute sagen, und spielst du doch mal Allianz, Horde, so rum. Zeig es noch falsch rum. Oh Mann, oh Mann. Oh, und an dem Boss war ich letztes Mal über 3 Minuten dran gesessen, ne? Warte mal, jetzt spawnt der Schar gerade. Jetzt warten wir noch mal ganz kurz. Obwohl, komm, scheiß drauf. Wir machen jetzt Insane Mode, pullen alle zusammen. Ich jetzt gedrückt, das wollte ich nicht drücken. Muss schnell einen Char anhitten. Also der hält immer noch viel aus. Aber ich weiß, dass das letzte Mal, wo ich bei dem Typen war, auch mit dem Druid Char, dass mein Dings wieder ready wurde. Ne? Inka wurde wieder ready. Also das heißt, ich habe hier Minimum 3 Minuten dran verwendet. Und ich musste mich zwischendrin heilen. Es scheint mir, ob auf der Levelstufe das Scaling besser ist. Weil, also es geht jetzt immer noch nicht schnell, ne? Ich klopfe da ewig drauf rum auf den Typen. Bloß weiß ich das letzte Mal, wie gesagt, 3 Minuten, ne? Und ich weiß auch, dass ich mich zwischendrin immer heilen musste. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen so lange gebraucht, ne? Und jetzt hier ist es eigentlich relativ chillig. Also ich kriege jetzt nicht krass Damage rein. So, was habe ich gekriegt? Auch wieder nur ein Goldbeutel. Also das war wieder nix. Da muss ich mal noch gucken, welche Chars ich jetzt noch brauchen würde. Aber dann ist es ja eigentlich ganz gut, wenn zumindest in dem Levelbereich der Item Squish was bringt, weil davor war hier WoD, Mobs töten war das Ätzendste, was du machen konntest. Ja, jetzt hat es die Hälfte der Zeit gebraucht, 1,5 Minuten. Ist immer noch lang für einen Mob, ne, um zu boxen. Aber ist schon mal besser als das, was ich davor gebraucht habe. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Boah, jetzt muss ich das Fenster eigentlich wieder aufmachen, weil es hat vorhin die ganze Zeit geregnet und dagegen geschüttet. Jetzt wird's hier ziemlich stickig drin, ja, weil ich hier komplett quasi. Oh, warte mal, da haben wir ein Erz. Komplett hier geschlossen da sitze von den Räumlichkeiten. Ah, da haben wir das andere Ding. Okay. Ah, nein, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich wollte mir Ding holen. Inschriftenkunde. Nicht Inschriftenkunde. Hier Archäologie, dass ich ein Ding das Zeug aufmachen kann. Jedes Mal vergesse ich die Scheiße. Jedes Mal. In Spitzen von Arrak kannst du irgendwie gefühlt die Hälfte von dem Shit nur aufmachen, wenn du Ding hast, wenn du Archäologie hast. So, jetzt müssen wir nämlich einmal zurück. Ach komm, jetzt hat die Sau mich echt mal gesehen und in dem Fall wirklich die Sau. Machen wir Autowalk. Nehmen wir die andere Sau auch noch mit. Jetzt muss ich mal gucken, muss mit dem Twink wieder umloggen. Grim Axt haben wir schon geguckt. Kron muss ich noch gucken und TelaDH, ob die doch den Scharkill brauchen, dass ich mit allen durch bin. Ja, Archäologie ist eigentlich immer. Also, als kleiner Tipp, wenn ihr einen neuen Char macht, holt am Anfang Bergbau, holt am Anfang Kräuterkunde und Archäologie. Archäologie braucht ihr zwar erst dann hier mit 100, ne? Weil ihr die Bonusdinger im Spitzen von Arrakis gibt so viele, die Archäologie benötigen. Und das rentiert sich, wenn ihr die alle noch zusätzlich mit aufnehmen könnt. Vor allem ärgert ihr euch bloß, also zumindest ging es mir immer so, dass ich mich dann quasi bloß geärgert habe. Genau, jetzt muss ich das Ding hier aufbauen. Dann müsste ich Plan lernen. Dann müsste ich meine Armada kriegen. Das ist nämlich, also es ist ja nämlich von dem Gebäude quasi aus, diese Bonusfähigkeit. So. Muss was getan werden? Es muss was getan werden. Bau schneller. Arbeit, Arbeit. Okay, der hat's auch fertig. Ich glaube, dann müsste man schon fast mit allen durch sein. Komplettes Präzisionsdesign. So, den einen Dude holen wir noch und dann sind wir durch. Hier mit dem. Dann machen wir nur noch Sachen auf. Wir müssen halt gucken, dass wir auf Level
19. Ach, schau mal, jetzt ist das Zeug da, das ich vorhin gesucht habe. Ich dachte mir schon. Der ist nämlich da hinten in der Höhle. Das kenne ich hier mittlerweile schon auswendig. Was sich mehr lohnt. Also ich. What the fuck? Wo kommt denn der Mob her? Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass Kräuterkunden und Ding das Effektivste ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. So viel kann ich schon mal sagen. Es ist nicht schlecht. Es gibt bessere Sachen, aber es gibt sicher auch schlechtere Sachen. Ich glaube, Innis sind nicht so effektiv, ehrlich gesagt. Weil du kriegst für einen Inni-Abschluss 120 KEP. Und ich habe jetzt eben in 6 oder in 8 Minuten habe ich 100 KEP durch nur Zeug abbauen gekriegt. Und eine Inni dauert meistens 20 Minuten, kannst du rechnen mittlerweile. Also auf der Levelstufe. Klar, wenn du gute Leute hast, kannst du eine Inni auch 10 Minuten durch sein, ja. Aber meistens hast du halt irgendwelche Grattler drin. Und oftmals sind die Innis halt jetzt relativ schwer, also du kannst kaum mehr alles zusammenpullen, ne? Also 20 Minuten kannst du für eine Inni 80 aufwärts schon rechnen. So im Schnitt würde ich jetzt mal grob sagen. Was ist denn das jetzt? Bin ich irgendwie besoffen? Irgendwie fliegt der Char komisch. Jetzt geht's wieder. Okay. Okay, mit dem habe ich es auch fertig. Dann habe ich mit allen Chars, glaube ich, die Worldbosse gemacht. Okay, passt. Ah, dann war es die Woche wieder nix, ne? Ich habe mit wirklich allen 60 Chars den Char umgeboxt. Und ich habe leider keinen Mount gekriegt. Naja, nächste Woche wieder. Alter Schalter. Rollhall. So, jetzt sind wir hier soweit mit den Quests durch. Und jetzt mache ich quasi nur noch das Zeug auf. Und, achso, jetzt bin ich kurz vor. Oh, ich bin schon kurz vor Level Up. Irgendwie habe ich jetzt mehr EP gekriegt als sonst, ne? Ah ja, gut, stimmt. Ich habe das eine Bonusziel gemacht, ne? Das hat noch ein bisschen was gewartet. Warte, wenn ich das hier aufmache. Auf Antonidas muss ich gehen. Was, die bringen hier alle genauso viel EP. Ich frage mich, ob auch in Elvin, ne? Wenn ich jetzt nach Elvin gehen würde und ein Gammelkraut aufmache, ob ich dann genauso viel kriegen würde. Oder ob ich da quasi weniger kriegen würde, was von Level zu niedrig ist. Ach so, All Things heißt das genau. So wie ich es gepostet habe. Ja gut, aber das ist nicht nur der War Mode, glaube ich, die 10%. Ich kriege ja da nicht mehr EP. Also ich kriege ja für die Sachen aufmachen, kriege ich ja nicht mehr. Na gut, komm, ich brauche jetzt nicht die ganzen Erze noch mitnehmen, oder? Wenn es direkt auf dem. Wenn es direkt auf dem Weg liegt, ja, aber jetzt wirklich jeden Shit ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja gut, also so ist es eigentlich relativ zügig. Muss ich gleich noch gucken, was für eine Invasion am Start ist. Hier ist noch ein Teil. Komm, ich mach das jetzt noch auf und dann hole ich mir die Flas, oder? Habe ich jetzt genug EP? Nicht EP. Was kosten die Flas? Die kostet schon ein bisschen was, ne? Ich glaube, ich brauche schon noch ein bisschen. Ich glaube, die kostet 200, oder? Oder weiß es einer aus dem Kopf, wie viel Ordensressourcen eine Flask kostet? Aber warte, ich kann sie mir auf jeden Fall kaufen, weil ich mir den Vorrat einmal holen kann, glaube ich, ne? Ich will jetzt nicht die große Runde fliegen, weil dann kann ich mir. An Sturmheim ist die Invasion. In Sturmheim. Hier oben ist das Ding. Ich fliege jetzt mit dem anderen parallel mal zur Invasion, weil Sieg oder Tod, genau, das Event wollen wir machen. Ich loote dabei, während der alte Mann hier noch kämpft. Was, 100? Okay, aber dann habe ich ja schon genug zusammen, oder? Genau, weil das hält ja eine Stunde easy. Muss es bloß noch. Also du musst halt auch Stufe 91 sein, dass du es einsetzen kannst, ne? Sonst geht's halt nicht. Ich weiß nicht, ob das noch genug bringt. Ah, gut, ich brauche noch ein bisschen was. Brauche noch. Ja, wohl, das könnte genug bringen. Wenn ich jetzt. Musste drei Wellen hier quasi von den Viechern machen. Theoretisch könnte ich hier auch die Armada rufen. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Das war jetzt gewastet. Ich glaube, da kommt nochmal ein Boss gleich.
Okay, das war jetzt gewastet. Jetzt steht meine ganze Armee hier. Kommt da jetzt noch einer? Ach, das war's. Okay, die Armee war gewastet, weil das hat 5 Minuten Abklingzeit, ne? Naja, gut. Warte mal, das früher nicht mal 10? Super, das hat nicht mehr EP gebracht, das Event hier. Dammit! Dann nehme ich das Teil noch schnell mit. Warte mal, dann fliege ich die Dringer nochmal ab und dann mache ich danach hier die Runde und fliege dann direkt rüber, dann mache ich so rum. Weil sonst musst du immer zur Garnison nochmal zurück, das ist halt immer blöd, wisst ihr? Das ist halt immer blöd. Ja, schauen wir mal. Ich muss halt auf Dings kommen, ne? Auf 92, dass ich im anderen Gebiet drüben nochmal, dass ich die Sachen aufmachen kann. Sonst kannst du das Zeug gar nicht aufmachen. Wie lange braucht man im Durchschnitt, um eine Fraktion auf ehrfürchtig zu machen? Das kommt ganz auf die Fraktion an. Also es gibt manche Fraktionen, die sind in unter einer Stunde auf ehrfürchtig, in einer halben Stunde oder irgendwas, wenn das so eine ganz Pillepalle-Fraktion ist. Es gibt aber Fraktionen, die dauern ewig, weil du immer nur drei Dailies machen kannst und quasi dann über 2 Monate jeden Tag drei Dailies machen musst, um quasi die auf ehrfürchtig zu kriegen. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Andere gibt es, die, da musst du 5 Stunden farmen, einfach nur Mobs klopfen, um die auf ehrfürchtig zu kriegen. Also du kannst nicht hergehen und sagen, wie viel durchschnittlich da eine Fraktion braucht. Also das kannst du nicht machen. Also da wirst du nie eine Antwort generieren können, die halbwegs akkurat ist. Weil die so unterschiedlich sind, die Fraktionen. Du kannst zum Beispiel sagen, für die und die Fraktion musst du so und so lang farmen. Die Aussage kann man treffen und halbwegs auf einem Punkt liegen, wo man vielleicht nah dran ist. Das könnte man machen, ja. Warte mal, ich muss jetzt schauen mal, ob das hier funktioniert. So, warte, das haben wir geholt. Hier hinter müssen wir. Das haben wir noch das eine und dann holen wir uns mal unsere Flasks. Dann holen wir mal unsere Flasks. Bin gerade am gucken hier mit dem Zweitchar. Die Inversion hier am Dingsen, aber das ist halt echt kacke. Jetzt kannst du keine Inversion mehr leechen, ne? Weil du quasi jetzt alle aktiv hier selber machen musst. Das ist echt ein bisschen blöd. So, aber immer wenn ich hier Autoflug in eine Richtung mache, kann ich hier so ein, zwei Sachen anklicken. Oft, also ich habe jetzt hier auch gerade so ein Ding, wo du einfach nur Sachen anklicken musst. Und da ist, ich level auch gerade wieder ein Druid, da ist es eigentlich prädestiniert für, dass du einfach von oben ein paar Sachen anklickst. Das kann ich so nebenher machen. Das kann ich so nebenher machen. So. Jetzt müssen wir einmal hier, ich glaube, der Typ ist es, der uns dieses Fläschchen verkauft. Genau. Ach, 100, ihr hattet recht. Ich dachte, dass es 200 sind. Und eigentlich müsste ich hier Ressourcen haben. Ah, nee, beim letzten hatte ich nur die Ressourcenflaggen. Jetzt muss ich hier nach einer Stunde wieder her. Das ist natürlich ätzend. Okay, dann fliegen wir die Runde. Hier sind die ersten Teile. Das brauche ich nicht holen, weil das ein Angelding ist, ne? Das ist quasi senseless. Das ist es quasi nicht wert hinzufliegen, weil das kriegst du nur, wenn du Angeln hast, ne? Und ich glaube, das bringt dann nicht mehr LP und ich habe kein Angeln mit dem Char. Ich glaube, wegen einem Teil lohnt sich's auch nicht. Da sagt Odin, dass ich der Champion bin hier. Definitiv. Sollen wir die. Komm, solche Sachen, man kann sie mitnehmen. 2000 EP, naja. Ist jetzt nicht die Welt, aber. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man es mitnimmt. Warte, ich lese gleich die Kommentare. Ich muss bloß hier meine beiden Chars. Ja, ich habe nicht wirklich solche Haare, sondern das ist halt, das sieht halt nur so aus jetzt. Soll ich mir die wirklich so färben lassen? Wird euch das gefallen? Hier mit Schimmer. Oh Mann. So, mit so blonden Strähnchen drin, weißt du? Das macht sicher was her. Komm mal TS heute. Ja, ich könnte nachher noch ins TS kommen, ja. Das wär durchaus möglich. Er fällt mir Backstreet Boys, ja. Ich
Ich bin einer von den Backstreet Boys. Genau, wenn du mir sagst, dass das richtig sexy aussieht, dann sieht das richtig scheiße aus und das ist bloß, dass ich mich lächerlich mache, ne? Hier, ich verstehe die Geschichte schon, wie der Hase läuft. Mit der Armee gehen die auch ganz gut down, die Viecher. So, zwei brauchen wir noch. Halt, warte mal, wir schießen mal hier den World Boss noch an. Da hinten war, glaube ich, noch ein Teil. Genau. Da haben wir noch eins. Und das Ding können wir auch noch mitnehmen hier. Du hast ja auch mal blonde Spitzen reingemacht. Real Talk, okay. Ja. Ich überlege mir das mal. Ich habe meine Haare noch nie färben lassen, ne? Also wirklich gar nicht. Blonde Spitzen. Wenn der Selekis das sagt, dass das was taugt, dann überlege ich mir das mal. Vielleicht hat er ja recht. Ich hab's ja doch vorhin gezählt, glaube ich 15 waren's, ne? Oder? Ne, es sind 14 und der eine ist quasi. Den spiele ich gerade nebenher. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Oh, der wird gerade verdroschen. Der wird gerade verdroschen. So, warte, fliegen wir weiter. Achso, warte mal, ich brauche immer noch so einen Hund, ne? Hier? Wie viele Wölfe musst du denn da aufmachen? 12 Stück, seid ihr des Wahnsinns? Ja, da ist wieder ein Druid im Vorteil, weil du halt einfach von der Luft raus die Dinge aufmachen kannst. Das kannst du halt mit anderen Chars nicht, ne? Du, ja gut, ich bin da auch kein. Ich bin ein Friseur, könnt ihr das vielleicht besser sagen, wie das heißt. Aber ich meine, sind es nicht blonde Strähnen oder machst du da wirklich nur die Spitzen blond? Ich meine, da machst du doch einzelne Haare, also einzelne Haarsträhnen doch blond, oder? Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ach nein, ich hab. Mein Gott, ich fucking Idiot, ich hab das Ding nicht eingesetzt. Hätte ich nochmal. Oh Mann, hier, das wären 114.000 plus 20%, ist halt einiges, ne? Scheiße, das hab ich vergessen. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Naja, also wir müssen eigentlich in dem Gebiet einfach nur auf Dings kommen, ne? Auf 100, auf 100, nee, auf 92 so rum, dass ich quasi ins nächste Gebiet weiter kann, weil sonst hängst du da. Wenn du kurz vor 92 bist, ist das halt immer blöd, weil da musst du noch ein paar andere Sachen machen. Ich vergesse das halt immer, ich bin halt so ein Depp, ne? Das ist halt, ja. Ohne Worte ist das schon wieder. So, alle desorientieren. Wunderbar. Und raus aus dem Laden. Raus aus dem Laden. So, jetzt bin ich hier wieder bei der World Quest. Ich muss einfach irgendwelche Leute dann einladen, dass sie die World Quest für mich machen. Da haben wir doch schon mal einen. Ich lade dich mal in eine Gruppe ein. Ich lade dich mal in eine Gruppe ein. Das ist mein neuer Trick. Ah, da hat schon einer angenommen. Okay. Das war mein bestes Hexenlachen, was ich aufbieten kann. Oh, zwei Leute haben die Gruppeneinladung angenommen. Nice, ihr macht für mich die World Quest. Love you. So, hier das nächste Ding. Ob man. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Gibt es in BFA denn so viele Schätze? Weiß das einer von euch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hab mir ja überlegt, ne? Ich hatte zwei Überlegungen. Wenn dann, spiele ich BFA in der Alpha, Beta, rauf und runter oder ich lasse mich überraschen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich es nicht mache, weil wenn ich halt jetzt schon, oder ich hatte ja die Alpha schon vor 6 Monaten, ne? Wenn ich das damals schon gemacht hätte, dann, ja, dann nimmt es mir ein bisschen Vorfreude. Mir nimmt es einfach die Vorfreude und wenn du es dann spielst, ist es halt bloß noch ein Durchgeballer und weiß ich nicht, dann. Ja, dann ist es halt einfach nicht mehr so toll, wie wenn du es dann, wenn es live ist, das erste Mal spielst. Weißt du? Ich denke mal, der ein oder andere
Weißt du, was ich meine? Also, ich habe gegen so Spoiler habe ich gar nichts, dass ich die Lore vorher schon so ein bisschen weiß, das ist alles nicht das Problem. Also, so in groben Zügen zumindest nicht. Aber wenn ich das alles schon mal komplett durchgemacht habe, dann ist es irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann will ich es bloß noch schnell hinter mich bringen und dann ist es nicht mehr so dieses Spielgefühl und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt muss ich noch einen anderen Dude einladen hier. Oh, warte, ich bin zu weit geflogen. Also, okay, Schätze, Erfolge, wenn es gibt, dann ist klar, dann wird es auch Schätze geben. Das ist soweit logisch, ja? Was wurde denn das Ding? Da ist das Ding. Jetzt ist halt die Frage, ob sie EP bringen. Ich nehme nicht an, dass sie EP bringen. Warum? Und zwar, weil die in Legion auch schon keine EP gebracht haben. Also, in Legion haben sie mit der Tradition gebrochen, dass sie quasi für Schätze EP bringen, ne? Und hier in WoD waren ja die Schätze eigentlich so die neue Hauptattraktion quasi beim Leveln, dass du die jagen konntest. Und dort war es halt auch so, dass jeder Gegenstand, den du hier lootest, was Spezielles nochmal ist, ne? Also du kriegst ja bei jedem Gegenstand also bei jedem Loot kriegst du ja irgendein Item Spezielles, ein Toy, hier eine Waffe kriegst du, ne? Und in Legion sind die Schätze ja einfach nur so irgend so ein Graffel. Du machst eine Kiste auf, kriegst ein bisschen Ordensressourcen und Artefakt Power. Also das sind die Schätze ja ziemlicher Mist, wenn man es jetzt mal übertrieben darstellt. Also nehme ich mal grob an, dass das auch wieder so Schätze sind wie in Legion. Also sprich, dass du einfach nur Dings bekriegen wirst. Schau mal, da ist ein Dude. Dass du einfach nur eine Kiste kriegst. Und das für ein Kack. Oh, Kacke. Also du läufst hier rein, das Auge aktiviert und holt dann. Ach nee, ich bin aus dem Kampf gekommen. Ah, die letzten Male habe ich das Auge mal nie gekillt. Und dann hat mich immer das halbe Lager angegriffen, ne? Das war das Problem an der Geschichte. Warte, ich muss gerade wieder einen neuen nachimpfen, der quasi für mich die World Quest hier fertig bastelt. Ah, ich brauche noch zwei Dämonen. So, aber die Perle konntest du nicht looten, aber das da hinten konntest du looten. Das ist nämlich wieder ein Angelding, ne? Ich habe das hier nämlich schon oft genug gebastelt mittlerweile. Dass ich da ein wenig Bescheid weiß. Wie der Hase loft. Wie der Hase loft, so. Besser wäre es natürlich, wenn ich nur erholt wäre, ne? Das wäre halt optimal, weil dann würde ich halt wesentlich mehr EP kriegen. Aber leider bin ich nicht erholt. Eigentlich funktioniert das ganz gut hier, die Invasionen, ne? Die kannst du trotzdem ganz gut lutschen, hätte ich jetzt fast gesagt. Leechen, so rum. Lutschen kannst du sie nicht, die Invasionen. Naja, vielleicht auch, aber. Hä? Die Quest habe ich ja noch nie gehabt. Was sind das für ein Ding? Oh ja, 2000 EP, aber die Quest machen wir jetzt mal nicht. Wir bauen jetzt hier mal was ab. Sonst habe ich nämlich immer den Vorteil, was mir gerade einfällt, dass ich eigentlich immer einen Cut mache vor, hier einen Cut vor WoD und dann meistens erholt hier in das Addon reingehe. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht erholt bin. Oh, das wird nicht lang, oder? Naja, vergiss es. Jetzt bin ich nicht erholt und wenn du erholt bist, kriegst du die Doppel-DRP, ne? Jetzt weiß ich halt nicht, ob der Warm Mode für den Shit zählt, ob ich es dann damit quasi trotzdem schaffe. Das müssen wir jetzt mal gucken. Ich hoffe es natürlich. Ich hoffe es jetzt mal natürlich. So. Ah, das ist noch nicht ready. Komm. Komm, 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 komm. Nice. Weggelootet. Und raus hier aus dem Laden. Raus hier, dahinter muss ich, glaube ich. Hier ist blöderweise keiner. Hier das Ding muss ich looten. Hättest du keine EP gebracht? No! Und wieder raus hier. Die Mobs brauchst du meistens gar nicht killen, das rentiert sie nämlich nicht. Das rentiert sie nämlich nicht. Oh, ein Epic. Uiuiuiuiuiui. Oh shit. Werde ich kaputt gehittet hier? Da war irgendwas zum Looten. Schauen wir mal, ich muss einfach nur aus dem Kampf kommen. Vielleicht kriege ich das noch. Alter, lass mich in Ruhe. So, jetzt machen wir das. Jetzt machen wir Trick 17. Desorientieren. Shit, warum dauert denn die. Schau mal, die Pflanze dauert irgendwie fünfmal so lang abzubauen wie das andere Zeug.
Ja, okay, das kannst du knicken, das krieg ich nicht. Das kannst du knicken. So, wieder ein paar Leute zusammen impfen. Echt, sind die viel einfacher geworden? Kannst du das jetzt ohne Gruppe machen? Ja, ich hab das früher mal schon gemacht, dass ich halt die Leute alle zusammengeladen habe, die gleiche Quest wie ich gemacht haben, ne? Und jetzt ging das halt einfach über dieses Gruppentool. Ah, kack, ich habe hier zwei vergessen. Komm, dann holen wir erst die zwei Dinger hier unten. Dann gehe ich hier noch hin und. Ah, ich weiß nicht, ob das noch reichen wird, ne? Hier ist, glaube ich, noch ein Bonusziel, das könnte ich machen. Ich brauche jetzt aber noch 150.000. Das könnte echt knapp werden, ne? Das könnte echt knapp werden. Ah, schauen wir mal, ob das ausreicht. Ah, okay, an dem liegt's. Deswegen bin ich bei Ärzten so viel schneller. Okay. Okay, dann liegt's an dem. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber warum können denn Hochbergtauern schneller Erze abbauen? Weißt du, bei Dunkeleisenzwergen hätte ich das verstanden, ja? Also da wird es ja logisch machen. Das sind ja so ein Bergbauvolk. Aber wo bauen denn bitte Hochbergtauren jetzt gut Sachen ab? Also, weiß ich nicht. Die wohnen in dem riesen Holzding, ne? Also da ist nichts mit Stein. Also ich sehe doch bei denen keine Steingebäude. Von dem her. Und jetzt auch nicht sonderlich viel Erz oder sowas. Also, weiß ich nicht. Finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so logisch, muss ich sagen. Okay, bei den Bossen wird. Ja, das denke ich mir nämlich, dass es bei den Bossen schwierig wird ohne Heal. Das hier mache ich nie mit, das kannst du nämlich knicken. Jetzt habe ich nur eins, zwei Teile. Ne, also nochmal beides so um die 20 KEP. Und dann noch eine. Dann kann ich hier noch ein Dings machen, die etwa 100 K bringen. Ja, das könnte fast reichen. Das könnte arschknapp reichen. Na, schauen wir mal. Das könnte knapp reichen. Aber ich komme mit dem Char, wo ich gerade. Warte mal, ich kann es euch kurz zeigen. Ich bin hier die ganze Zeit nebenbei die Invasion am Spielen. Ah, schauen wir mal, wieder eine fertig. Jetzt habe ich nur noch ein einziges hier hinten. Da, aber das wird nicht mehr reichen. Ich bin jetzt 109, ne? Das wird nicht mehr reichen, um auf 110 zu kommen, leider. Schade. Das wäre gut gewesen, dann wäre der Char nämlich auch fertig verwurstet gewesen. Ich habe nämlich gerade zwei Chars, die noch zwischen 100 und 110 quasi sind. Und, ach so, da muss ich rein. Hier gehen wir mal wieder raus. Und dann habe ich eigentlich alle Chars, die ich über Invasion basteln muss, fertig. Und das wäre eigentlich ideal gewesen, ne? Dann hätte ich erst wieder mit dem quasi Invasionen machen müssen. Beziehungsweise dann halt mit dem Ali-Char, den ich noch habe. Wie viel ich auf 100 habe? Auf 100 nicht viel, aber halt auf 110 habe ich jetzt einen Haufen, ne? Weil ich habe jetzt langsam meine ganzen, also über das Addon habe ich langsam die ganzen Chars, die ich auf 100 hatte, auf 110 hochgespielt. Und ja, da sieht es jetzt ganz gut aus. Ah, ich denke mal, ich schaffe in der Höhle hier die Dings fertig zu bekommen. Ich hoffe es zumindest. Oh, habe ich eingefriest. Hier kommen diese Würmer raus, ja. Hier können wir eigentlich die Typen rufen. Irgendwas muss ich hier. Hier muss ich einen von den hier muss ich töten. Die Würmer haben, glaube ich, ewig viel Life. Die kannst du gar nicht. Die willst du gar nicht umboxen. Aber meine Armada, die dürfte trotzdem hier so ein bisschen rein damagen. Wir brauchen nur den Boss hier. Den da. Die Würmer brauchst du gar nicht machen. Stimmt, ab 98 kann ich dann den Artefakt-Skin holen. Das werde ich dann wahrscheinlich nachher auch machen. Naja, komm, der stirbt noch an Dots. Laufen wir weiter. Die Würmer kannst du stehen lassen. Die brauchst du nicht. Den dotten wir auch nochmal. Halt den anderen. Den hier. Dann, hier brauchst du. Genau, ich brauche noch ein paar Bosse. Die Viecher sterben nebenzu schon. Die Heilung ist schon besser geworden. Und ganz ehrlich, in dem Levelbereich ist man stärker. Kann man nicht anders sagen. Weil ich
da sonst immer länger gebraucht habe. Definitiv. Also. Genau, das ist der nächste Mob, den ich brauche. Weil ich muss wieder ein bisschen was zusammenladen hier auf dem anderen. No, keiner will in meine Gruppe. Geht in meine Gruppe rein. Ich brauch was, wo ich mich zu hochleechen kann. Den laden wir noch ein. Da ist noch einer. Und Ninja. Okay, also lang brauen die Viecher schon, aber man ist wesentlich stabiler. Also davor habe ich mehr aufs Maul gekriegt. Zumindest gefühlt, ne? Das ist ja auch immer ein bisschen subjektiv. Aber viel anderes Gear habe ich eigentlich. Ich habe tendenziell sogar schlechteres Gear mit dem. Weil ich jetzt am Ende nur Pet Battle und Dings gemacht habe, ne? Pet Battle hier und Kräuterkunde, also wirklich gar kein Gear mehr gekriegt habe. So, zwei fehlt. Ne, einer fehlt noch und ein. Der letzte Mob. Muss da unten sein, oder? Hier, der hier. Ah, den muss ich noch killen. Dann brauche ich noch einen normalen Mob und das war's dann. Dann bin ich sogar fertig. Ach, der haut hier ab. Geht hinter mir. Hinter mich hier. Hinter mir. Ja, ihr merkt schon, es wird langsam spät. Mein Hirn wird schon ein bisschen heruntergefahren. Da muss ich mal schauen. Nee, aber es freut mich jetzt, dass ich den jetzt schon in Dingsbums hab hier in WoD. Eigentlich hatte ich erst nächste Woche gerechnet, dass ich nach WoD krieg, ne? Das ist schon mal ganz gut. Theoretisch könnte ich jetzt mit dem auch durchziehen und die erste Invasion hier gleich noch mitnehmen. Theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob ich heute noch so lange aufbleiben will. Das machen die blonden Spitzen, ja, da hast du vollkommen recht. Die machen einen blöd, die blonden Spitzen. Dir am besten einen mit. Soll ich einen mitziehen oder wir töten einfach einen? Und ich hoffe. Ja, obwohl, das müsste doch genug EP bringen, oder? Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ja, schon mal, das hat mich zum Level abgebracht. 127.000, ja, das hat schon mal einiges gebracht. Also, ja. Die Flask merkst du schon. Immer diese blonden Spitzen, ne? So, warte mal, ich muss noch mal ein bisschen was zusammenladen hier. Da ist noch einer. Hier geht's nach draußen. Warte mal, kann ich stealthen? Ne, ich bin immer noch in Fight. Hier sind rechts und links blöderweise Mobs. Fuck, jetzt habe ich beide gepullt. Weißt du, ich wollte genau mittendurch, dass ich nur möglichst einen pull. Aber da. Ach, die können nicht in die Gruppe rein. Warte mal, kann ich den hier noch einladen? Wieder. Wieder gedings. Aber jetzt bin ich 92 und jetzt kann ich rüber ins andere Gebiet und quasi da perfekt durchstarten. Oh shit. Also jetzt muss das Flugmount angehen. Das war. Was? Ich bin immer noch in Fight. Ist das euer fucking Ernst? Jetzt aber, okay. Spring schon die Klippe hier runter und dann kommst du nicht aus dem Kampf raus. So, jetzt kann ich nämlich direkt hier oben weitermachen und einmal. Quasi hier nach unten und diesmal will ich übrigens mal Tanang-Dschungel testen, ob das auch gut abgeht. Das ist jetzt das nächste, was ich dann einmal testen möchte. Das ist das nächste. So, warte mal, ich kann hier auch Sachen aufmachen, sehe ich gerade. Dann kann ich das ja, kann ich hier sogar selber mitbasteln. Basteln. Während ich hier eher am Autoflugen bin. Ah, und dann muss ich den Monk hier auch nochmal irgendwann mal durchbasteln, ne? Irgendwann. Oder ich mache das bei der nächsten Inversion, da muss man mal gucken. Aber dann brauche ich mit dem anderen Druid nur noch eine einzige Inversion und bin halt fertig, ne? Das ist schon nicht so verkehrt. Blöde ist, als Hordler kriegst du hier wesentlich weniger von diesen Bonuszielen. Und ich glaube, die Bonusziele mache ich jetzt sogar mit, ne? Weil wie ich jetzt, also ich krieg die Mobs jetzt relativ gut down, ne? Ich kann sogar einiges zusammenziehen, was davor nicht ging. Also das glaube, also ich habe demnächst mal vor, einen 8.0 Level Guide zu machen. Und das ist auf jeden Fall erwähnenswert, muss ich sagen.
Das ist erwähnenswert. So, jetzt sind wir hier mit der Invasion fertig mit dem anderen Char. Und der braucht etwa noch ein halbes Level und das schaffe ich easy durch eine Invasion. Easy peasy. Jetzt muss ich mir bloß hier überlegen. Ich muss mir dann quasi noch eine Flask kaufen. Müsste ich fast mich nachher nochmal zurückporten und dann quasi die Flask holen oder mehrere. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Ordensressourcen. Nicht Ordensressourcen, Garnisonsressourcen, so rum. Ja, gut. Aber hier in Gorgon, da kriegst du einige. Also, das geht eigentlich ganz gut ab. Oh, das ist das allerbeschissenste Ding hier überhaupt. Wo ist es denn? Hä? Genau, hier drin sein. Ah, da hinten ist es, der Schädel. Shit. Komm her. So, jetzt müssen wir die Beine in die Hand nehmen. Jetzt aber raus hier. Das ist nämlich nicht so super. Mal, was ich auch schon immer mal testen wollte. Warte mal, ich queue mal mit dem zweiten Account einmal ran. Hat schon einer getestet, ob man mittlerweile im Low Level Ehre bekommen kann für diesen Ehrenfortschritt. Warte, ich kann euch das zeigen. Hier für das hier, weil da bin ich ja am Farmen und ich bin immer so ein Fan von zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und mich würde es interessieren, ob du quasi im Low Level theoretisch hier PGs machen kannst, EP kriegst und diese Ehre hochfarmst. Ne? Das wäre halt das Ideale, was du machen könntest. Das Problem ist einfach, ich habe es bis jetzt ein, zwei Mal angemeldet gehabt, aber ich habe schlichtweg kein Invite bekommen. Oh, ich habe die ganze Zeit G-Tastatur am Laufen, merke ich gerade, deswegen hängt das hier ein bisschen. Nice, aus dem Combat raus. So, jetzt nehmen wir die Sachen mit, dann kann ich hier eigentlich gleich das Bonusziel mitnehmen. Ja, hier sind ja einige. Da sind ja einige. Dann können wir gleich Inka einmal verwurschten. Und das nehmen wir noch mit. Hier könnte man theoretisch auch diesen Bonus-Button holen, ne? Also gibt es hier so einen Schredder, der haut richtig Schaden raus. Ich habe den aber bei Horde ehrlich gesagt nie geholt, weil ich bei der Horde gar nicht so weiß, wo die Prequest genau anfängt und wo sie aufhört, ne? Schauen wir mal, ob ich die alle zusammen. Wie viel brauche ich nicht? Ich brauche 5 Stück, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier 5 zusammengezogen krieg, ohne dass sie resetten. Wahrscheinlich eher nicht. Ach, fuck. Jetzt resettet der. Okay, das ist irgendwie nicht so gut jetzt hier gerade. Es ist halt echt. Also, ich glaube, die hätte ich nicht alle zusammenpullen sollen. Das ist halt arschknapp. Das ist halt. Aber gut, das sind auch so Riesenmobs, ne? Die arsch viel Life haben. Puh! Das war jetzt gerade anstrengend. Das war gerade echt anstrengend. Aber es geht halt viel schneller, wenn du sie weg-A-Est, ne? Als wenn du sie alle einzeln machst. Das geht halt wirklich viel, viel schneller. Q.
Queue jetzt einfach mal mit dem anderen Char mal BGs und schau mal, ob ich. Warte mal, ich kann. Obwohl, eigentlich will ich mit dem jetzt keine machen. Aber ich kann ja mit dem einfach mal reinqueuen und nur kurz reingehen am Anfang, gucken, ob ich EP krieg oder nicht. Oder EP kriege ich schon, aber ob ich Ehre krieg, ne? Das würde mich nämlich jetzt echt nur interessieren. Naja, mit dem anderen kriege ich aber auch keinen Proc. So, warte mal, ich habe nur gar nicht geguckt, ob der schon. Ah, der hat sogar auch schon den Char gekillt, ne? Ich habe wirklich mit allen Chars auf dem Account den Char schon umgeboxt. Nee, ich meine nicht EP, ich meine halt Ehre. Weil EP ist klar, dass du kriegst, das ist klar. Aber es geht mir um die Ehre, weißt du, für das neue System. Weil die EP steht ja dran, nicht. Aber da steht keine Ehre dran, die du kriegst. Also erstmal die Bonus-Ding und auch. Gut, nee, durch Dings-Kills. Weil jetzt in dem Levelbereich geht halt eher nichts auf, beziehungsweise, ja gut, es ist auch schon ein bisschen spät. Jo, bekommst du auch? Okay, das ist cool. Das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen auf. Okay, die erste Ding haben wir schon mal fertig. Blöd, dass ich hier mit dem kein Shadow Melt habe. Müssten sie eigentlich, ja. Ich habe auf dem. P Ah, jetzt bin ich halt wieder in Kampf. Weißt du, du ziehst die Viecher halt 5 Jahre mit, ne? Jetzt weg. Nee, das lohnt sich gar nicht, sie zu killen. Das dauert einfach viel zu lang. Wir müssen hier eh in eine Höhle rein, und zwar hier. Bis dann sind sie bestimmt outgeranged. Dann sind sie hoffentlich weg, die Viecher. Oh, ich muss ein bisschen mit dem Fallschaden aufpassen. Das ist fast ein bisschen too much. Nicht, dass es mich noch zerlegt. Nee, also wie gesagt, ich habe auf dem Beta-Server geguckt. Da war ja Battle for Azeroth quasi schon live und die haben da immer noch Ehre gebracht. Also ich glaube, dem tut es nichts ab, ne? Also du wirst da immer noch die komplette Ehre kriegen. Achso, ich wollte eigentlich zu Anti dann noch ins TS gehen, ne? Fällt mir gerade so auf, habe ich ja vorhin gesagt. So, warte mal, da oben habe ich noch zwei Sachen vergessen. Ein Ei und so ein Waffenständer. Klar, die kannst du immer noch abchecken und ablaufen. Das Problem ist bloß, du kannst halt nicht mehr mit in World Quest Gruppen reinqueuen, ne? Also musst halt alles wirklich selber klopfen oder halt dir eine Gruppe selber basteln und die Dinge ablaufen, aber wer macht das schon? Wer macht das schon? Gut, die EP ist glaube ich gar nicht so wenig, was du kriegst, oder? Was kriegst du hier? 20.000? Na gut, beides. Obwohl, 20.000 ist eine Quest, ne? Das ist halt eigentlich nix. Ein ganzes BG, 20.000. Aber ich weiß nicht, ob du im BG jetzt noch was. Also 20.000 kriege ich ja durch einen Teil hier aufmachen. Ach so, ja gut, okay, dann ist es für dich gleich. Ich habe die halt meistens geleecht, muss ich sagen, ne? Also halt in Gruppen rein. Teilweise natürlich auch mitgemacht, aber in der Gruppe geht's halt immer schneller, ne? Wenn halt 5 Leute Mobs klopfen oder du alleine, sind 5 Leute halt immer schneller als du alleine, ne? Ist ja klar. Es ist ja klar. Ist so praktisch, dass du die Mobs hier. Also das ist halt das Gute am Druid. Selbst wenn da Mobs dran stehen, kannst du. Okay, das kannst du dann einfach rausziehen. Das sind die Mobs, die eigentlich am meisten reinhauen hier. Mal gucken, ob ich die jetzt mittlerweile alle zusammenziehen kann. Das sind die, nämlich die assigen Mobs. Oh, ich bin ins tiefe Wasser gelaufen. Irgendwas haut hier extrem rein, seht ihr das? Ich hab Inka, ich hab hier Dings angehabt, Wall, ne? Und Ding. Ach, schau mal, was ich an. Hier kriegst du trotzdem immer noch so ein Damage. Ich hatte gerade Barkskin und Wall an, also sprich hier 50% weniger Schaden und 20%. Ich hab trotzdem so aufs Maul gekriegt. Ich weiß nicht, was mit den Mobs abgeht, aber die hauen so ein Damage raus. Das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ob das auch die Fontänen sind, die hochkommen, oder.
Ich weiß es nicht. Eigentlich wollte ich ja diese Bonus-Ziel-Dinger nett machen, aber naja, jetzt habe ich mich doch zu entschieden. Nehmen wir sie mit. Ganz so schlecht gehen die Mobs Hände mal down. Also das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Vor allem, du kriegst ja relativ viel EP für, ne? 120.000. Jetzt sind die Pfützen. Ach, das kann natürlich sein, dass du die schlecht siehst auf dem Boden. Und vor allem, wenn du in diesem tiefen Wasser bist, dann schwimmst du und dann kommst du halt echt schlecht raus aus den Dingern, ne? Da kommst du echt richtig schlecht raus. Hier werde ich immer gegrillt. Da werde ich leider immer gegrillt aus, bei den Dingern. Es kann natürlich sein, aber eigentlich move ich bei den Dingern immer schon, weil ich schon gesehen habe, dass da so eine Lache ist und ich kriege aber trotzdem. Ich kriege trotzdem so ein Damage. Jetzt noch gar nicht so viele. Dann drücken wir mal die Heilung noch. Also aus den Lachen laufe ich schon eigentlich immer raus, weil ich eigentlich nicht stehen. Schau mal, dann gibt es noch diese Dämpfe, die hochgehen, ne? Siehst du, ich move durchgehend und krieg halt trotzdem den Damage ab. Nee, das ist der Dot. Das ist der Dot, der mich killt. Das ist gar nicht das Zeug. Das ist der Dot, der natzt mich kaputt. Seht ihr das? Also, ganz ehrlich, ich wurde jetzt nicht erwischt. Ich bin durchgehend gemoved. Der Dot hat mich totgetickt. Das ist, glaube ich, das Krasse. Nicht mal. Die Flächen hauen wahrscheinlich auch gut rein. Aber der Dot ist das Krasse, glaube ich. Du darfst da nicht alles zusammenpullen. Wahrscheinlich, aber ich bin halt jemand, der gerne alles zusammenpullt. Geht halt im Normalfall schneller, ne? Wenn du natürlich die ganze Zeit stirbst, ist eher kontraproduktiv. Das ist eher kontraproduktiv. Bräuchte noch, ich brauche noch dann nach dem noch einen großen Wurm und hier die Schwefeldinger brauchen wir nochmal vier. Jetzt weiß ich nicht, ob die großen den Dot geben oder die kleinen, aber ich glaube fast die kleinen geben den Dot. Und weil schau, der haut jetzt zum Beispiel fast gar keinen Damage raus. Dich hauen immer die Lachen um, okay. Wahrscheinlich macht beides gut Schaden, aber der Dot killt dich halt auf lange Sicht, ne? Macht denn der Dot? Ja, der stackt halt immer weiter hoch. Ach so, erlittener Schaden auch, wird auch allgemein erhöht. Schon mit jedem Stack kriege ich nämlich 10% mehr Damage. Und ich krieg auch laufenden Naturschaden, ne? Das heißt, wenn ich diese. Und das sind auch die kleinen. Das sind diese kleinen Blobs, die das draufhauen. Schau mal, ich bleib mal in dem Shit stehen. Ne, schau mal, das macht kaum Schaden. Ich krieg den großen Damage, weil ich ewig viele zusammenpull. Dann der Stack ins Unermessliche quasi hochgeht. Und der grillt mich dann. So funktioniert das Ganze. Ah, sind wir auch wieder schlauer. Ich hab die Quest hier erst bestimmt 20 Mal gemacht, wenn nicht noch mehr. Und jetzt check ich, wie die Mechanik dahinter ist. Ja, wunderbar. So muss das sein. Naja, irgendwann ist immer das erste Mal, dass man Sachen blickt. Muss dann halt nochmal in die Garnison zurück und mir nochmal Flasks holen. Hey, danke dir fürs Abonnieren. Also ich denke mal, grob gesagt, brauche ich das Gebiet und das andere. Grob gesagt würd ich etwa sagen, dass ich 2 bis 3 noch brauche. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Von den Flasks. Ja, da muss ich mal gucken. Also ich glaube, ich sollte noch ein bisschen Ressourcen zusammenkratzen und mir dann am besten gleich 2 kaufen. Da muss ich nicht nochmal zurückgehen. Viel ist es ja nicht mehr, was ich brauche, oder? Ja, 20 Ressourcen brauche ich noch. Die müsste es ja relativ easy hier noch geben. Was kann ich hier oben? Als Hordler hast du trotzdem auch noch mal ein Bonusziel, soweit ich weiß. Die Oger müsstest du, hast du nämlich, glaube ich, nicht als Hordler. Und das hier weiß ich gar nicht, ob du das hast. Hier hast du nämlich als Ali, hast du nämlich irgendwie 5 alleine hier Stück, ne? Und da hast du als Hordler bloß 2 in der Region. Das ist irgendwie komisch. Also von diesen Bonus-Zielen, ne? Also das sind die Bonus-Objectives, also die Sachen, die da aufsagen. Und die Bonus-Ziele sind diese, wenn du so quasi so eine World-Quest aufploppt. Genau, und ja, und die bringen halt, also die Teile, die ich aufsammeln kann, bringen so 20k knapp. Und die anderen bringen halt 120.000 oder 127.000 sind sogar.
Aber dafür musst du halt einen Haufen Viecher umboxen, ne? Und das zieht sich halt auch ein bisschen. Weil ich sag mal so, du müsstest theoretisch 6 Sachen aufmachen. Dann hast du das genauso so viel wie so ein Bonusziel, ja? Und ich würde fast behaupten, wenn die Dinger nah beieinander sind, kriegst du die schneller aufgemacht. Weil hin, einmal looten, das ist ja 2 Sekunden, ne? Das ist der Flugweg, das längste. Und beim anderen musst du halt x Mobs manchmal klopfen, ne? Und das dauert dann schon einen Ticken länger. Einen Ticken länger. Ich krieg da. Warte mal, da, ja, das könnten Ressourcen sein da hinten. Manchmal hast du nämlich auch welche, die da einsetzen musst. Da muss man dann mal ein bisschen gucken. Ah, schau mal, da 100. Ah, schau mal, da bringt sogar 100 Garnisonsressourcen. Habe ich vorher nicht geguckt gehabt. Dann haben wir es ja auch schon. Dann haben wir es ja sogar schon zusammen. Dann nochmal 25. Easy. Da hab ich jetzt noch gar nicht geguckt gehabt, ob ich da Items habe, die man einsetzen kann. Dann kann ich ja eh schon zurückgehen und mir das Zeug einmal holen. Dann passt das ja ganz gut. Dann passt es sogar ganz gut. Die beiden letzten, die lasse ich jetzt da unten mal noch. Da ist nämlich dann nochmal eins von den Bonuszielen. Eigentlich wollte ich die 2 Gebiete fertig kriegen in der Episode. Toll. Wie viel sind wir denn jetzt schon drüber? Ja gut, dann machen wir die einen kleinen Ticken länger. Das ist jetzt auch nicht das Drama. Das Problem ist, wir haben halt in der jetzt halt auch noch die Garnisonsquestreihe gemacht, ne? Deswegen bin ich ein bisschen langsamer als das letzte Mal mit dem Char. Aber das holen wir schon noch rein, würde ich sagen. Jetzt muss ich halt überlegen, ob ich heute durchziehe und auf 110 mache, das Ganze. Okay, die kriege ich so nicht. Aber ich hau erstmal, ziehe erstmal alle zusammen und zwar in die Höhle. Mal schauen, ob das gut geht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wenn ich jetzt hier alle mitten in die Höhle reinziehe. Muss auf jeden Fall den Typen dann immer unterbrechen. Der darf mich nicht vieren. Sonst bin ich am Arsch. Ja, und zwar richtig. Wenn mich einmal gefiert kriegt, bin ich nämlich am Sack. Und zwar richtig. Mal meinen ganzen CCs hier raus. Danke dir fürs Followen. Oh, das bringt auch gar nicht schlecht EP. Na wunderbar. Die haben wir doch gut verdrescht. Die Heilung ist jetzt halt viel, viel krasser, ne? Du heilst jetzt halt ein Viertel von deinem Life damit hoch. Das ist halt richtig krass. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Bloß sie scaled halt jetzt nicht mehr mit erhaltenem Damage, ne? Also quasi bist du im Low-Content bist du besser unterwegs, im High-Content bist du schlechter unterwegs. Weil, jetzt überleg mal, in dem Low-Content kriegst du kaum Damage und heilst dich deswegen halt auch nicht so krass. Aber im Mythic-Raid oder auch allgemein im Raid, wenn der Boss dich mit riesen Kellen hittet, dann hast du halt so viel Damage gekriegt in letzter Zeit, wenn du das reinhaust, heilt sich instant voll, also, Und du hast halt auch die ganzen Artefakt-Dinger nicht mehr, die du vorher hattest, ne? Davor hattest du ja über die Artefaktwaffe nochmal extra Heilung gekriegt. Die hast du jetzt nicht mehr. Damals, dann war das halt im Dings ganz gut eigentlich. Ja, gut, die kriege ich nicht aufgemacht. Aber wenn ich die alle zusammenziehe, dann habe ich doch hier schon mal. Wie brauche ich denn? Ich brauche 6 Stück. Hier habe ich 3 und drüben habe ich 2 Stück. Wie brauche ich denn von denen noch? Obwohl, eins kriege ich doch weggeniniert. Easy. Ich habe jetzt nur so lange gebraucht. Ich könnte schon lang 74, 94 sein, aber ich habe die Garnisonsquests noch gemacht und sowas. Und ich bin ja erstmal durchs Portal hierher gelaufen. Also das geht immer relativ schnell. Muss ich da mal ins Wasser rein, dass ich den nicht edde? Das geht immer relativ. Sobald du in WoD bist. Geht es irre zügig. Da kannst du 3, 4 Level in einer Stunde machen. Das ist easy. Du musst halt nur diese ganzen Sachen anklicken. Theoretisch musst du nicht mehr großartig Mobs töten. Ja? Wenn du die Bonusziele weglässt, dann kannst du wirklich nur Sachen aufklauben. Vor allem als Druid geht es halt gut. Normalerweise wäre ich jetzt hätte ich es jetzt so gemacht, dass ich wirklich nur Sachen angeklickt hätte. Schau, jetzt habe ich das Ding. 130.000 EP habe ich dadurch gekriegt. Also das kann sich schon rentieren, dass man das Zeug mitnimmt. Das auf jeden Fall.
Ganz schlecht ist es nicht. Ja. Sagen wir es mal so, ganz schlecht ist es nicht. Jetzt mach ich noch fix das Zeug hier fertig und dann porte ich mich raus, hol meine Garni-Ding quasi. Ach, warte mal, das kann ich nicht aufmachen. Meine Garni-Flasks. Und dann machen wir auch eine neue Episode und werden einmal rübergehen nach Talador. Dann versuche ich, dass ich Talador Schattenmontal mache. Und ja, warte, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Oh, soll ich noch bis 2 machen? Dann Nagrad Ding. Was? Ah, und ich muss Ding holen auf jeden Fall. Archäologie. Archäologie wollte ich auf jeden Fall holen. Ich glaube, das mache ich dann noch. Ziehen wir heute durch, dafür mache ich morgen nicht so lang. Ich glaube, so rum mache ich's. Oder hört sich das nach einem Plan an, Leute? So, warte, komm, hier ziehen wir alle zusammen. Schau mal, weil hier draußen immer noch buggt der Typ. Ich heile mich halt über die Mobs hoch, ne? Weil ich viele Mobs töte, kriege ich halt auch gute Heilung rein. Ja, so machen die immer alle 400 DP gebracht. Eigentlich könnte man auch mal so einen Grindspot machen, am besten bis 3 oder 4. Ja, ich könnte halt schauen. Also in 3 Stunden ist die Invasion zu Ende. Wenn ich durchziehe, bin ich bestimmt in 2 Stunden. Also in 2 Stunden könnte ich in etwa auf Dings kommen. Auf 100. Auf 100. Und dann kann ich die Invasion noch mitnehmen. Und könnt etwa auf 102 vielleicht, ja, auf 102 kommen, 102,5 könnte ich kommen dann. Das würde gehen. Ich wollte diesmal noch Dings Tannendschungel machen. Ist die Überlegung, ob ich durchziehen soll oder ob ich nicht durchziehen soll. Wisst ihr was? Wir splitten das. Jetzt sind wir schon 10 Minuten drüber. Ich will die Episode jetzt nicht zu lang. Ich habe jetzt hier noch, glaube ich, 2 Bonusziele, die ich machen muss. Dann werden wir an der Stelle einmal einen Cut setzen und fangen dann quasi ganz frisch nur an. Dann nehme ich halt die paar letzten Dinger noch in die andere Episode mit rein. Das ist jetzt auch nicht so das Drama, würde ich mal sagen. Gut, dann soll es das für die Episode gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tila. Ciao.